Endspurt, die letzten paar Brocken hier am Bärensee. Gucken wir, was noch reingeht. Barbe und Co. war jetzt hier an dem Spot. Und wir gucken mal gleich in den Kescher und mit was wir hier schön den Kescher voll gemacht haben. So, und dann geht der nächste auch rein. Kurzes Gezubbel, zack, hängt er schon dran und zieht ab hier. Was haben wir? Ein Rotauge. Ja, das wollen wir natürlich nicht. Wobei, eigentlich ist es mir gerade relativ wurscht. Ich bin nämlich hier komplett simpel unterwegs, mal wieder am Bärensee. Einfach nur komplett auf Honigteig. Und das war gar nicht so schlecht bisher. Einfach mal den schnöden Honigteig ausgepackt. Die Match packe ich jetzt mal wieder weg. Da war nicht das gewünschte Ergebnis drauf. Denn ein Ergebnis oder eine Idee war, na, vielleicht geht ja sogar noch auf den Honigteig noch ein bisschen mehr in Richtung Lederkarpfen. Denn die waren auch schon hier drei mit dabei. Und auch größenmäßig gar nicht so schlecht. Wir gucken gleich nochmal eben rein in den Kescher. Erstmal wieder auswerfen, beziehungsweise, ja, die nächste Route werfe ich jetzt gleich auch nochmal eben Futtermische aus. Wird langsam nämlich Zeit. Zuletzt war, glaube ich, so in Richtung Morgenstunden. Na, ist da was? Ne. In Richtung Morgenstunden hatte ich nochmal ein bisschen Futtermische drin. Und jetzt haben wir ja schon gleich, ja, 18 Uhr durch, 19 Uhr. Das heißt, da gehen wir jetzt gleich nochmal schön. Oh, hat schon gehakt. Hat schon gehakt. Sehr gut. Die Lütten. So, komm ran hier. Nächste Barbe. Und das Ganze hier auf Honig. Honig, Futtermische schmeißen wir auch rein. Und zwar ist das hier Mais. Honig, ist die das? Nee, eigentlich muss die groß sein. Honigschleie. Da sind sie. Genau, das ist die Honig und Schleie. Gehen wir gleich im Detail auch nochmal drauf ein. Und erstmal wieder raus hier auf 21 Meter. Also, klassische Stelle. Siehst du, gerade wieder reingeschmissen. Hätte ich sogar noch ein bisschen mehr Frequenz machen können als nur mit der Match. Da war nämlich nicht so viel drauf. Da muss ich nochmal ein bisschen anders testen. Aber eine Idee wäre hier, vielleicht sogar mit Honigboili nochmal dran zu gehen. Honigboili, irgendwas Süßliches, was Sahniges vielleicht auch noch. Und dann hier nochmal mehr auf die Lederkarpfen zu gehen. Also, komm mal ran hier. Kleine Amur. Zack, 4,7. Passt doch. So, direkt wieder raus. Soll ich nochmal? Komm, ich mache hier auch nochmal eben die Futtermische drauf. Auf Honig ist das Ganze hier getrimmt. Honig und Schleie war eigentlich das Ziel. Ich wollte eigentlich so ein bisschen mehr Fokus auf Schleie setzen. Es sind auch einige Schleien draufgegangen. Ich war vorher ein paar Minuten auf 55, 31 hier unten auf 17 Meter. Da war mir aber komplett zu wenig Frequenz, ein paar kleine Brocken. Man sieht es jetzt hier unten im Kescher. Das war da unten und da habe ich gedacht, nee, Alten, weg von da. Ja, wir haben jetzt ziemlich genau eine Stunde. Weg von da und dann bin ich hier hin und hier ging es dann los mit Lederkarpfen, mit weißen Amur, mit Giebel und Giebel Trophy. Alles hier auf Honigteig komplett. Und dann natürlich auch hier die schönen Schleien im 2-Kilo-Bereich. Alles ganz simpel, nur mit Honigteig. Und dann zwischendurch auch die Lederkarpfen in ganz vernünftigen Größen schon. Ab so 5 Kilo ist doch gar nicht verkehrt. 7 Kilo hier auch noch mit dabei. Ja, und einige Barben. Alles hier, wie gesagt, auf 44,50. 21 Meter weit raus, ganz locker, 1er Haken, Setup sieht so aus, genau, ganz normales Karpfen-Setup hier, ja, auf entspannt das Ganze. Man kann natürlich auch hier mit dem Feeder-Setup sich hinstellen, ne? Das heißt, wenn ihr noch nicht so weit seid, habt vielleicht nur einen Feeder-Set, dann klappt das auch. Ich sag mal, die Durchschnittsgrößen waren jetzt nicht so riesig groß, dass man da, ich sag mal, jetzt auch mit einem 14, 15 Kilo Set übelst die Drillprobleme kriegt. Also das kriegt man auch mit einer HSV und einem passenden Setup hier locker rausgepumpt alles, beziehungsweise locker ausgedrillt. Das funzt.
Ja, es zuppelt hier schön weiter. Und ich muss sagen, ja, Frequenz ist gut. Zielfisch, oder mein Ziel war ja eigentlich hauptsächlich, wie gesagt, mehr die Schleie. Schleie, ja, hätten vielleicht ein paar mehr reingehen können. Dafür sind aber erstaunlicherweise sehr gut die Barben reingegangen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, habe ich auf jeden Fall nicht mit gerechnet. Ein paar schöne Brocken auch noch mit dabei, ein paar kleine. Die waren halt in der Mittagszeit, die braucht man jetzt nicht so. Aber so im Großen und Ganzen, ja, kann man das einfach mal machen. Und da haben wir schon wieder, oh, 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 oh. Die Goldschleie, Alter. Ist doch die Goldschleie da? Ist es denn wahr? Und ich hab schon gedacht, Alden, Goldschleie? Ballert sie noch rein? Ist sie wirklich hier an der Stelle? Krass. Ja, so soll das natürlich. Dann hat das ja doch super funktioniert. Vorhin hat mich der Tino Becker im Stream noch geschrieben, Alden, guck mal hier, Goldschleien gefangen. Und er hat, ja, ich glaube, 4 Stück gefangen. Und ja, bei mir jetzt hier nach einer Stunde die erste, aber immerhin auch mit einem guten Gewicht, 1,2 Kilo, kann man schon mal machen. Das ist doch gar nicht verkehrt. Auf relativ großem Setup. Das heißt, wenn man hier noch ein bisschen feiner rangehen würde, nicht ganz so grob, wie ich hier gerade dran bin, mit 31 Kilo, sondern vielleicht eher so in Richtung 15 bis 18 Kilo, vielleicht sogar, wenn man mutig ist, in Richtung 12 Kilo, aber dann wird es schon ein bisschen haarig, wenn da mal was Größeres reingeht. Aber ich denke mal so 15 bis 18 Kilo Vorfach, da kommt man, glaube ich, ganz gut mit klar. Und dann schön auch mal hier die Chance auf die Goldschleie. Schönes Ding. Da gucken wir doch jetzt gleich mal eben rein. Ich würde sagen, letzten Endes, wir haben eigentlich alle Fakten, ne? Wir haben das Setup. Also ganz normales Feeder-Set bzw. Karpfenruten, wenn ihr die schon habt. Dann die Inline-Montage bzw. Schlaufenmontage. Oder wenn ihr beides noch nicht habt, dann natürlich die einfache Grundmontage. Kann man ja alles verwenden. Schlaufenmontage ist vielleicht noch ein bisschen interessanter für ein bisschen scheuere Fische. Hakt allerdings nicht ganz so gut. Also von daher, ja, ich verwende eigentlich häufig jetzt die Inline-Montage, weil ich die halt auch geskillt hatte vor Jahren mal. Irgendwann werde ich wieder umskillen auf die Schlaufenmontage. Schlaufenmontage war in der Vergangenheit auch eigentlich so meine wichtigste Grundmontage. Damit habe ich alles geskillt und damit habe ich hochgelevelt. Und ja, da werde ich bestimmt irgendwann auch mal wieder zurückskillen drauf. Ja, und jetzt gucken wir einfach mal. Also es läuft immer noch knapp über eine Stunde jetzt. Wie gesagt, zwischendurch mal mit dem Futter, wir haben noch nicht ins Futter geguckt, mit dem Futter zwischendurch mal ein bisschen Pause gemacht, jetzt für die Abendstunden nochmal wieder so ein bisschen aktiviert, dass man halt in der Hochsaison, in der Hauptzeit, wo auch was funktioniert, morgens, abends, dass da dann Futter am Spot ist und dass da halt richtig Power ist und in der Zwischenzeit, Mittagszeit und in der Nacht Futter runternehmen, da ein bisschen sparsam lieber mit sein, dass der Spot nicht auf einmal noch überfüttert wird. Und dann lübt er doch. So, was haben wir da dran? Ist da schon was dran? Irgendwas Winziges nochmal? Hat sich noch nicht so ganz entschieden. Zuppelt aber auch sehr zaghaft. Ich würde sagen, in der Zwischenzeit gucken wir einfach nochmal kurz ins PVA rein. Wie gesagt, PVA in dem Fall kein Muss. 21 Meter kann man schön in Bällchenform packen, das Ganze auswerfen. Gib ihm maximal ausgeworfen, vielleicht ein bisschen höher zielen, dass man richtig schön weit rauskommt. Maisbasis immer wieder gut fürs Schleienangeln. Berghonig Feedpellets habe ich jetzt hier mit drin. Und Honigbirne Soluble, also Honigbirnen Boilie geschreddert. Das mit reingemischt. Wenn ihr das Schreddern noch nicht könnt und da was anderes reinmischen wollt, dann einfach vielleicht nochmal entweder in Richtung Mais-Feed-Pellets gehen oder in Richtung Sahne. Das könnte auch noch gehen. Ich habe hier einmal süße Sahne, dann normale Sahne. Dann kann man das so in die Richtung vielleicht noch machen. Ja, dann haben wir wie gesagt hier die süße Sahne, Achter, Mais natürlich mit drin, Honig mit drin als Dip und dann ab. Raus damit. Wie gesagt, funktioniert als Kugelform praktischerweise natürlich auch hier auf oder im PVA natürlich auch direkt hier auf 21 Meter. Gar nicht schlecht. Und es zubbelt auch auf der Mitte los. Sehr schön. Also ich bin ganz zufrieden.
Es läuft, auch noch eine schöne Goldschleie. Wir gucken gleich natürlich nochmal kurz in den Kescher. Irgendwas kann sich hier gerade die ganze Zeit nicht wirklich entscheiden. Zuppelt aber auch nicht wirklich. Bestimmt irgendwas ganz Kleines. Ich lasse das einfach nochmal ein bisschen hier liegen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal kurz in den Kescher, was das Ganze denn so bringt jetzt hier nach einer Stunde. Schauen wir mal eben rein. Eine Stunde jetzt an dem Spot, den vorherigen, die vorherigen paar Brocken, die können wir jetzt auslassen sozusagen. Und dann haben wir doch ein ganz gutes Ergebnis. Eine Stunde Bärensee 44,50. Hier unten, die lassen wir weg, die paar Brocken. Sind wir bei 270. 270 Tacken. Nehmen wir hier alles mit. Ja, haben wir nochmal 5 Silber mehr. Also im Großen und Ganzen lübt. Goldschleie ballert natürlich richtig gut rein. 1,3 Kilo Fisch für fast 30 Silber. Schmeckt aber eben auch die Barbe. Schmeckt richtig gut. Übrigens auch an der Stelle, wenn ihr die Barben mehr im Fokus haben wollt. Käse probieren, Weizenkorn probieren, vielleicht mal einen Tauwurm testen. Und ansonsten für alle, die auch noch ein bisschen mehr Karpfen haben wollen, einfach mal hier schön die Kartoffel mit reinhalten. So, so viel dazu. Kratsching. Jawohl. Wieder ein bisschen Kohle drin. Ich gehe direkt zurück, denn ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Petri, ihr Lümmels, Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Hilft mir mega. Wenn dir das Video geholfen hat, dann hilf mir, den Kanal zum Wachsen zu bringen. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Petri.